Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 2. Ja, wir sind jetzt im Labor angekommen, konnten im letzten Part am Ende hier leider nicht in diesen Speicherraum, weil der, ja, ich zeig das nochmal, leider abgeschlossen ist diesmal. Wir brauchen einen Hauptschlüssel. Deswegen habe ich mal ausnahmsweise ein Safe State gesetzt und jetzt werden wir uns gleich nochmal ins Labor hineinbegeben und schauen, was wir so ausrichten können. Und ich habe jetzt noch mal zum letzten Mal für dieses Spiel einen Gast mitgebracht. Der erste Gast, der jetzt zum zweiten Mal dabei ist. Und ja, es ist der liebe John McCloud. Ja, und jetzt darf er auch gleich noch mal sich zu Wort melden. Bitteschön. Ja, Hallöchen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf zum zweiten Mal. Ich habe es mir ein bisschen gewünscht, so nochmal bei Leon. Da habe ich ja kaum Erinnerungen. Ja, schön. Ja, wunderbar. Ja, was ich gerade schon gesagt habe, ich bin schon ein bisschen ins Labor vorgedrungen, haben die Kanalisation durchgegangen. Du bist also, wie gesagt, zwei Parts im Rückstand, aber ja, ich habe jetzt hier schon letztes Mal, weil ich keine Munition mehr hatte, hier diese MG hier, musste ich schon an die Zombies verschwenden, nicht, aber benutzen. Ui, das sieht ja recht knapp aus sogar. Nö, also knapp sieht's nicht aus, weil ich habe das hier noch, ich habe die Magnum, ich habe die Schrotflinte. Ach so, die Magnum hast du noch, okay. Ja, die musste ich auch schon benutzen. Gegen den guten William. So, jetzt werden wir uns mal wieder auf den Weg ins Labor machen. Ich habe die Knarre noch dabei belassen, weil ich mir denke, vielleicht finde ich ja doch nochmal Patronen dafür. Und dann schauen wir mal, was uns so erwartet. Ja, beim letzten Mal warst du ja hier in dem Abschnitt nicht Gast, du warst ja früher Gast, soweit ich mich erinnere. Genau. Ja, ich erinnere mich noch gut, wie du da mit Oh! Claire rumgeschlendert bist. Einen kleinen Augenblick, Leute, ich habe mir doch eher was verpeilt. Moment, bitte. So, Leute, ja, ich hatte irgendwie was doppelt verpeilt, aber cool, schwamm drüber, reden wir nicht weiter drüber und machen uns hier auf den Weg, was wir auch vorhatten. So. Es ist alles, wie es sein soll. So, jetzt haben wir hier auch, wir haben bereits die Hauptsicherung eingesetzt und können jetzt auch bereits überall hin. Ich werde jetzt mal als nächstes hier in den Raum gehen, denke ich mal. Oder da. An da kann ich, glaube ich, noch gar nicht, oder? Ein Schalter wollen Sie. Ich lasse dir die Entscheidung, ob wir jetzt hier erstmal gehen oder ob wir hier dieses Schalter benutzen. Ach komm, drück mal den Schalter. Okay. Ach ja, jetzt ich erinnere mich. Ja, genau. Das war ja das mit dem. Aber da müssen wir uns, glaube ich, erst registrieren, bevor wir hier. Stimmt. Zum Eintritt müssen zwei oder mehr Werksangehörige anwesend sein. Beginne Überprüfung der zweiten. Ja, es wird jetzt noch nichts bringen, aber ich mache unbekannt, ja. Da müssen wir Ja. erst registrieren. Gut, dann nehme ich jetzt die andere Tür. Das wird ja dann so richtig spannend, weil das haben wir ja in Claire A noch nicht gesehen, was da hinter dieser Tür ist, ne? Richtig, wir haben einige Sachen noch nicht gesehen. Auch wir waren auch im letzten Part in einem Abschnitt, den wir mit Claire A auch noch nicht gesehen haben, aber das siehst du dann, wenn der Part online kommt. Okay. So, die lässt sich mit der Schließkarte öffnen. Die haben wir noch nicht. Also kann ich hier, da hinten in den Raum habe ich alles schon gemacht. Dann müssen wir doch erstmal woanders hingehen. Ja. Und der gute Golem hat auch wieder gestresst letztes Mal. Oh ja, also Aber die sind ich ja. habe mich nicht verleiten lassen, ihn zu beschießen. Ich habe das schon letztes Mal im letzten Part gesagt, habe ich erzählt das auch nochmal. Ich habe wirklich, als ich das damals gespielt habe, habe ich wirklich sehr viel mehr verbraucht. Aber es lag sicher daran, dass ich tatsächlich immer in den reingeballert habe, wie verrückt in den Golem. Und Das habe ich auch immer ja, versucht, ja. Mit der Hoffnung, dass er nicht wiederkommt, aber das ist das ja leider untergeht. nicht der Fall, genau. So. Jetzt können wir wieder da oder hier gibt es mehrere Türen. Ich glaube, ich weiß noch, was hier hinter ist, wenn sich das nicht geändert hat. Deswegen gehen wir doch lieber erstmal hier lang. Links oder rechts darfst du wieder entscheiden. Links. Links, okay. Ah, oh ne, können wir schon mal vergessen. Verschlossen, ne? Dann bleibt erstmal nur das, weil da hinten möchte ich noch nicht lang.
Ach du je. Oh, dann haben wir doch gleich die richtige Waffe in der Hand. Was für eine Party hier. Ey, oh, jetzt hat er mich tatsächlich doch noch erwischt. So, weg mit euch. Mann, oh Mann, oh Mann, aber die verbrauchen doch ganz schön. Ja, doch. So, erstmal schauen, was hier ist zum Lesen. Benutzerregistrierung. Ach so. Okay. Benutzerregistrierung für den Raum Kulturexperiment. Benutzername Guest Passport Keins. Gültigkeitsdauer 24 Stunden. Okay, Guest. Ja, sehr schön. Ach, da liegt die Karte, die wir benötigen. Mehr. Ach, verdammt, ich habe... wenn ich das jetzt nehme, bin ich voll und ich habe immer noch keine Truhe hier gefunden im Labor. Nehme ich das jetzt oder nehme ich es nicht? Ja, ich gehe das Risiko jetzt einfach ein und nehme den verdammten Schlüssel. Ich kann ja die Tür dann aufschließen, dann ist die Karte weg. Denke ich mal. Das ist aber auch fies, dass du in den Safe-Raum nicht kommst. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, weil da ja Claire drin... Also das ist ja eigentlich unlogisch, dass da ein Schlüssel dann benötigt wird. Weil Claire, ja. Claire brauchte ja auch keinen, aber... Okay, Logik und... Okay, jetzt habe ich hier noch was... Eieiei. Eieieiei. Ja, ich weiß auch, was das ist, aber das benutzt ja auch gleich zwei Plätze. Ja. Sicherheitshandbuch des Labors, okay. Sicherheitshandbuch des Labors, Sicherheitsmaßnahmen im Notfall. Im Falle eines Ausbruchs von gefährlichen experimentalen Biomaterial konzentrieren sich alle Notfallmaßnahmen auf die unterirdischen Transportmöglichkeiten. Werden bei der Sicherheitsüberprüfung anormale Werte bei transportierter Fracht festgestellt, wird alles Material automatisch von der Ladezone zum bereitstehenden Hochgeschwindigkeitszug umgeleitet. Dort wird dann das gesamte Material isoliert und unverzüglich entsorgt. Im Falle des Eintretens der Notfallstufe wird der gesamte Zug gesäubert und ohne Verzögerung komplett entsorgt. Das ist bestimmt der Zug, der am Ende kommt. Sollte das Labor selbst verseucht werden, wird die nördliche Transportroute für den Materialnachschub zum Fluchtweg umgestuft. Diese Route bietet dann einen sicheren Zugang zu dem Verteilerknotenpunkt außerhalb der Stadtgrenze. Es ist strengstens verboten, irgendwelche Informationen preiszugeben über die hier laufenden Forschungsprojekte oder auch nur die Existenz dieser Anlage einzugestehen. Ja, ja, immer diese geheimen Geschichten. Da die Geheimhaltung der Forschung von äußerster Wichtigkeit ist, kann nur unter gewissen extremen Umständen die Benutzung der Fluchtwege verwehrt werden. Okay, gut, gut. Ja, Umbrella ist eigentlich im Grunde auch fast ein... Wieso? Achso, auf Vorsicht bin ich. Okay, das geht ja. So, was war denn hier? Moment mal, den Typen erstmal untersuchen hier. Sieht aus, als hätte er überall Öl ausgekippt, ja. Aber jetzt können wir schon durch. Das hat wohl... Das ist wohl jetzt nicht mehr nötig, dass wir das hier eliminieren. Das hat Claire schon erledigt, denke ich mal. Sehr gut. Und da... Oh. Ui, ei, ei. Ah, sehr schön Synchronkill zu sehen. So muss es sein. Synchronkill, genau, ja. Ja. Das perfekt. Sehr gut, das hat mich jetzt nur 3 Schüsse, glaube ich, gekostet. Ja, machen wir Nachladen hier. Gut, ich weiß gar nicht, warum ich die blöde Waffe... Ich finde ja doch keine Pistolenmunition mehr, aber gut. So, jetzt können wir hier raus, glaube ich, oder hier war noch... eine Tür, oder das war, glaube ich, gar keine Tür hier, ne? Das war so eine Art Schrank, glaube ich, oder? Ja, stimmt. Ja, genau. Sehr schön. Das können wir immer gebrauchen hier. Immer her mit der Muni. Sehr gut. War das hier noch was Wichtiges? Ich glaube nicht. Nein. Gut. Dann hier wieder raus. Sie haben das Schloss geöffnet. Okay, das ist dann die andere Tür. Okay, ja, so, Moment mal. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir im blauen. Ah, nee, doch, im roten. Das war die Tür, die wir vorher nicht öffnen könnten. Offen, genau. Genau, richtig. Das heißt,
Jetzt könnten wir hier, aber ich habe nicht so wirklich die richtige. Ich werde erstmal in den. Moment mal, wir haben schon die Tür, haben wir doch eben schon gesehen mit der Karte, ne? Die wir da. Oder täuscht mich das jetzt? Ich gehe nochmal in den blauen Bereich zurück. Mhm. Ich meine, da war das. Oder ich verwechsel das jetzt mit dem A-Part. Schauen wir mal. Hast du eigentlich mal den Resident Evil Degeneration, also diesen Animationsfilm, gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Das war auch schon eine ganze Weile her wieder. Den war auch sehr gut, muss ich sagen. Also ja, der hat ja schön die Geschichte von Claire und Leon noch ein bisschen weiter gesponnen. Ja, der war nicht schlecht. Obwohl ich mich jetzt, ich kann mich schon wieder nicht mehr erinnern. Ja, aber sehr, stimmt schon, war sehr komplex die Story, also ging recht schnell voran. Ja, so hier ist da, nee, das ist doch die falsche Karte anscheinend. Die Blende ist schon offen, okay, ja, haben wir ja schon geöffnet, Blödsinn, also hier ist das nicht. Mhm. Und da hinten war es auch nicht, nee, Moment mal, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Vielleicht da, wo du warst, das war ja auch rot alles und, also ich weiß selbst nicht ja, mehr. Ja, im roten, das muss ja im roten Gang sein, weil woanders können wir noch gar nicht hin. Okay. So. Ja. Das muss also hier sein. Ja, da muss ich wohl diese Tür öffnen. Hilft alles nichts, denke ich mal. Okay. Denn sonst war ja hier nichts. Das waren die beiden Türen. Die eine haben wir von innen aufgeschlossen und die andere, da waren wir ja. Bleibt eigentlich nur diese hier. Und los, ich frage mich jetzt, was mache ich, wenn... Na gut, dann nehme ich einfach das... Nehme ich das hier und gucke mal... So. Wird schon klappen. Wollen Sie den Knopf drücken? Ja, genau, die Viecher sind dahinter. Gegen die ist natürlich so ein Branddingens Munition. Spuckt mich bloß nicht voll, ihr Mistteile. Ach, verdammt, ja, okay, okay. Oh nein, schon tot? Das ging aber schnell. Wieso das? Ach, ich war ja auf Vorsicht. Okay. Ja, gut. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das nochmal zu machen. Jo, ist jetzt die Frage... Na, ich denke, da können wir drauf bleiben. So viel war das ja nicht, ne? Ja, bleiben wir drauf. Ja. Wenn es dich tröstet, ich hatte einen ziemlich identischen Fail in meinem Code Veronica im nächsten Part. Eieiei, habe ich mich geärgert. Von gelb auf rot, ich sag's ja. Das ärgert mich immer noch. Moment, erstmal blau, ne? Ja. Die blau. Die beiden Licker, nee, die, genau, die muss ich jetzt wieder erledigen. Mhm. Ja, jetzt wenn man weiß, dann ist, geht's auch schon wieder alles schneller. Das stimmt, ja. Achso, hier nochmal aufmachen schon. So, hier rein, ne? Genau. Lässt sich mit der Schließkarte öffnen, also doch. Hä? Moment. Nee, dann war das doch nicht. Da muss ich doch wieder in Rot, genau. Habe ich zumindest hier die Tür schon geöffnet, das habe ich ja eben auch gemacht. Wir sind gleich wieder an derselben Stelle, Leute, keine Panik. So. Ja, aber das muss ich, die war, es war eben sehr schlecht, vielleicht sollte ich doch die Schrotflinte bei den Pflanzenteilen nehmen. Mm, ja. Wäre vielleicht sinnvoller. Ja, man unterschätzt sie, ne, weil sie doppelt angreifen, aber dieser doppelte Schaden, puh.